Sollen wir unsere Klappe halten? Halt bitte deinen Mund. Alter. Das ist Provokation. Das sind Psychospiele. Oh, sorry. Ich verstehe gar nichts mehr. Wer gewinnt? Erik ist nun mal ein Egoist. Wie zufrieden bist du? Ich fand, dass ich eine geniale Leistung gezeigt habe. Das ist eine kranke Scheiße. Und? Benenne einen Promi, der das Camp verlassen muss. Kein anderer von uns hätte sich so entschieden. Willkommen zum großen Finale vom Promi-Büsen 2023. Was bisher geschah? Kurz vor dem Finale wurde aufgeräumt. Deswegen haben wir uns für dich, Patrick, entschieden. Patrick war meine Bezugsperson und ich habe keinen Bock mehr, ich packe meine Sachen, ich gehe. Ja, Love Island wäre dann die richtige Show. Das nächste Tribunal der Loser steht an. Da haben sich hier erstmal alle ordentlich geschluckt. Hier im Camp wurde am Ende der letzten Folge genau das gemacht, was man auch immer nach einer Dusche von Diogo machen sollte. Grob auskärchern. Ich packe schon mal. Krank, es ist zu krank. Wir haben uns gerade so als Gruppe wieder so ein bisschen erholt. Jetzt muss man wieder zwei neue nominieren. Boah, das ist so fies. Herzlich willkommen im Reality. Vielen Dank, mein Sohn. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viele Stimmen bekommen werde. Einfach, weil ich denke, dass ich mit der stärkste Konkurrent bin. Erik, weil er es, glaube ich, noch nicht so ganz begriffen hat, was die Runde der Schande bedeutet. Jetzt ist 5-5 und jetzt? Wer von euch das Camp verlassen muss, entscheidet sich in einer Stichwahl. Zwischen dem unsympathischen und talentlosen Schauspieler, der sogar für Berlin Tag und Nacht zu schlecht ist, und Jürgen Trovato. Unser Erik sagt, er wird garantiert nominiert oder wird viele Stimmen bekommen, weil er so stark ist. Und Jürgen wählt ihn, weil er einfach null einsichtig ist. Wir haben ja alle spätestens in der vergangenen Folge gesehen, zu welcher, sagen wir einfach mal, Selbstüberschätzung der gute Erik in der Lage ist. Ungefähr der von Kevin Kleinen am Red Bull Promowagen. Bleib bei der Taktik. Ich habe mir so ein bisschen den Respekt von Erik verschafft, indem ich ihn jetzt nicht rausgewählt habe. Von daher gucke ich einfach mal, wie loyal er ist. Entschuldigung, das war, glaube ich, blöd. Somit hat Dani das letzte Wort und entscheidet, wer das Camp verlassen muss. Erik, ich kann dich doch nicht gehen lassen, Mann. Ja! Ohne Erik ist ja auch ein bisschen langweilig, weißt du? Ich habe das Gefühl, ich bin unbesiegbar. Es war ein Thriller, nimm mal so. Romane und Thriller. Romane und Thriller. Ja. Ein Krimi. Mann, war das knapp, Alter. Ja! Also heute war hier was los, liebe Leute, ich bin fix und fertig. Jürgen muss das Camp verlassen, weil Dani eben dem Erik nicht ihre letzte Stimme gegeben hat. Dass ihr Geschmack in Sachen Männern wirklich sehr fragwürdig ist, das hat sie ja mehr als nur einmal sehr erfolgreich bewiesen. Das hat mir tatsächlich mal eine Reality-TV-Teilnehmerin gesagt. Es ist immer super gefährlich, wenn die Menschen, also wenn die Darsteller sich untereinander kennen oder wenn es Verknüpfungen zwischen deren Management gibt, weil dann gibt es oftmals Deals. Man wählt sich natürlich nicht raus, damit alle genügend Sendezeit haben. Und bei Dani und Erik gibt es auf jeden Fall einige Verknüpfungen. Ich finde wichtig, dass ihr das auch wisst. Huch. Ich schwöre, mir glaubt keiner, hier war ein Frosch. Als heute Nacht auf einmal Dani mich wach gemacht hat. Erik, Erik, Mann, Dani, lass mich doch mal bitte schlafen. Wieder alle mit den Streichhölzern. Die Kröte am Suchen gewesen. Oder wie man in Berlin sagt, Vorbereitung auf eine gute Nacht im Berghain. Ja, also entweder hatte Dani tatsächlich einfach einen Frosch am Mund. Wir wissen es nicht so genau. Oder Ronald Schill hat es einfach doch in die Sendung irgendwie geschafft. Vielleicht hat sie sich ja gewünscht, dass gerade irgendwie ein Frosch kommt und ihr ein Küsschen gibt. Das ist wirklich passiert. Ich bin fix und fertig mit meinem Leben. Ich habe auch keinen Wunder, wenn ihr auch noch. Ich schwöre, dass es ein Frosch war. Keiner kann es glauben so richtig. Es ist an der Zeit, Tacheles zu reden. Was? Am Ende des Spiels wird ein Promi das Camp verlassen. Wieder so eine Nominierung. Also liegt es wieder in unserer Hand. Für mich ist es immens wichtig, einfach mal bei Instagram drin zu haben, Gewinner Promi-Büßen 2023, Erik Sindermann AK Modekönig 2028. Er hat halt auch unter Fröschen die Runde gemacht, dass Dani einfach sehr, sehr viele Frösche bereits geküsst hat. Ey, also wenn Erik das große Promi-Büßen wirklich gewinnt, dann wäre das echt eine Frechheit. Das ist der Typ, der hier mit Mike Sees zusammen wahrscheinlich, aber gut, der ist ja eh nochmal hier komplett anderes Level, hier wirklich seine Fehler am wenigsten einsieht. Entschuldigung, liebe Freunde von ProSieben, aber dann würde ich echt streiken, weil das wäre nach Modemacher echt schon die zweite irreführende und wirklich überschätzte Selbstbezeichnung. Wer ist am egoistischsten? Würde ich schon sagen, Christine. Den Erik. Ich glaube, er würde fast über Leichen gehen. Erik ist am egoistischsten. Safe. Das bin ich.
So war ich schon immer. Yvonne wirkt auf die anderen unmotiviert. Die MacBüßer kaufen Leon die Einsicht nicht ab. Wer ist am hinterhältigsten? Boah, ey, das ist gemein, die Frage. Die Dani? Ich würde sagen, auch Erik. Weil Leon meiner Meinung nach nichts Privates von sich preisgibt. Yvonne. Erik? Wieder eigentlich mal Erik. Mal wieder trifft es Erik. Egoistisch, hinterhältig und am unmotiviertesten. Ist also wirklich gut, dass Bauer Patrick bei der letzten Nominierung nicht mehr dabei gewesen ist. Sie nimmt zwar nicht an der Sendung teil, aber er hätte trotzdem in jeder Kategorie Antonia gesagt. Wer hat den Sieg am wenigsten verdient? Leon. Leck mich doch echt. Leon. Yvonne. Die Geschichte, die dahinter ist, so ein bisschen schwammig. Yvonne. Kein Gönnfaktor für Yvonne. Was ich schon echt spannend finde, dass Dani der Yvonne den Sieg nicht gönnt. Was hat sie gemacht? So missbilligend in der Ecke sitzen, ab und zu mal einen Streit anzetteln und ihre Karriere auf Familiengeschichten aufbauen. Naja, also im Prinzip haben eigentlich echt beide die gleiche Ausstrahlung. Ähnlich wie Erik und eine Raufasertapete. Yvonne und Erik haben die meisten Stimmen bekommen. Begebt euch in den Schlafsaal. Die anderen entscheiden, wer gehen soll. Was für ein Psychospiel, ey. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Psychospiele beginnen? Das ist eine kranke Scheiße, Mann. Das ist eine Frechheit, wirklich. Das ist wirklich eine Frechheit. Sorry, mehr geht nicht. Ja, die glaubst nicht. Also wenn ich nicht weiterkomme, wer dann? Yvonne hat jedes Spiel gewonnen. Auch Erik ist auch stark. Der hat auch vieles gewonnen. Ich bin für Erik. Kann ich echt was schämen. Machen wir das so. Ja. Und ich muss leider sagen, ey, Erik, es tut mir echt leid, ne? Aber du bist weiter. Nein! Wenn ich gewinne, bin ich immer glücklich. Ja. Ich hätte Erik einfach rausschmeißen sollen gestern, ganz ehrlich. Ja, krass, ne? Erik darf bleiben, Yvonne muss gehen. Völlig klar ist Yvonne traurig, aber sie hat natürlich schon die passende Rache parat. Also sie lässt einfach den Peter einen Song über Erik singen und lässt ihn dann in Dauerschleife vor seiner Haustür laufen. Wenn wir uns mal Yvonnes Gesicht anschauen, ich glaube, sie bereut auf jeden Fall diese Loyalitätsprobe für Erik. Ganz vielleicht sollte sie sich einfach mal Rat bei Paulina holen. Haben wir eindrucksvoll bei Promi Big Brother gesehen, bei ihrer Dating-Historie. Sorry, aber da muss sie wirklich eine Expertin sein, ständig falsche Entscheidungen zu treffen. Und hätte eigentlich auch mein Inneres hören müssen. Ich habe ihn jetzt sehr oft gerettet vom Aus. Er hat mir wieder einen Arschtritt verpasst. Du kannst sehr stolz auf dich sein, hörst du? Bin ich aber nicht. Und immer sich ausruhen, dass es meine erste Show ist, ist doch scheiße. Die tun ja gerade so, als wenn sie alle stolz wären, dass sie da sind und dass sie büßen müssen und so. Also wenn man darauf stolz ist, also verstehe ich die ganze Welt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber das ist das harte Reality-Leben. Also das ist definitiv kein glückliches Ende des ersten Formats. Ey, und sie hatte ja auch wirklich definitiv die krasseste Runde der Schande. Sie hat es ja sowohl von Olivia als auch von Mama Iris hier richtig krass abbekommen. Das ist halt so, als würde man das erste Mal Urlaub ohne Eltern machen und würde dann nach Bad Münstereifel ins Heino-Café fahren. Eine ernüchternde erste Erfahrung. Ihr spielt alle zusammen um die Höhe der Gewinnsumme. Totaler Mist, um die Gewinnsumme zu spielen von 50.000, weil wir dachten, die ist fix. Eine kleine zickige Göre. Also für mich lohnt sich jedes Geld. Also ich bin noch nicht reich. Ich wäre gerne reich, bin aber noch nicht reich. Dani ist ein bisschen so im Moment für mich das schwächste Glied, ganz klar. Kann aber auch beißen. Mit Hilfe von langen Holzstöcken müsst ihr verschiedene Gegenstände ins Ziel tragen. Erik, Reifen nehmen wir, ne? Zack, hoch, rüber. Genau. Können wir alleine nehmen. Aber ihr wisst schon, wir sind zu fünft, ne? Ich hab eine Idee. Zu zweit, aber wenn ihr alle durcheinander redet, können wir gar nichts. Stell mal vor, 500 Euro Finalgeld. Nee, dann lasse ich mich heute rauswählen. Ach, guck mal. Erik ist also doch noch kein Millionär. Und das, obwohl er hier nach dem Sommerhaus, nach dem Streit, ja, alle Jacken verkaufen konnte. Ja, das Blöde ist halt, der komplette Gewinn ist dafür draufgegangen, die restliche Kollektion zu entsorgen, weil einfach keiner was davon haben wollte. Es geht hier halt wirklich um richtig viel Kohle. Wir haben sehr viele Ego-Kämpfer und die wollen alle recht haben und keiner redet so richtig miteinander. Dani hat schneller mit Ruhm und Ehre abgeschlossen als Julia Nagelsmann. Erstmal den Reifen. Komm, wir machen erstmal einen Reifen. Aber Leute, aber die größeren Summen sind wichtig. Ich würde die größeren Summen auch. Alter, die reden ruhig und fliegen gleich aufs Maul. Die größte Herausforderung war, glaube ich, das Zusammenarbeiten. Ja! Die Männer in der Mehrzahl schreien natürlich rum, brüllen rum. Kann man mal sagen, auch gleich bei den anderen. Läuft die Zeit jetzt weiter? Hallo, darf ich mal was sagen? Einmal. Alter. Ein, zwei, nein, nein, nein. Nein, nicht zurück, genau so, genau so. Wir sind keine Stäbchenprofis, wir haben es noch nie gemacht. Eigentlich war es klar, dass es hier großes Gezicke und Gezanke gibt, weil sie hier um die Gewinnsumme spielen müssen. Ja, wie jetzt? Arbeiten für ihr Geld? Also damit sie das nicht mehr tun müssen, haben die Kandidaten doch hier überhaupt erst mit Reality TV angefangen. Ganz ruhig. Und dann haben wir das Ding. Scheiße. Schade, war trotzdem gut. Ruhig, noch ruhiger, dann schlafen wir ein.
Ihr habt euch insgesamt eine Summe von 43.000 Euro erspielt. Stark. Um das Geld spielt ihr morgen gegeneinander im Finale. Es ist so komplett still auch drumherum, ne? Ja. Irgendwas passiert da noch. Irgendjemand fliegt noch. Leon, hast du gefurzt? Ja, da hinten. Ja, das riecht mal ein bisschen. Leon, Christine und Erik, begebt euch nun in die finale Runde der Schande. Warum? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Ich kriege hier Panik. Ohne Witz jetzt. Noch ruhiger und wir schlafen alle ein. Oder wie man im ZDF sagt, Sendungskonzept von voller Kanne. Die haben sich auf jeden Fall gut angestellt und haben nur 7.000 Euro verloren. Ist natürlich viel Kohle, aber Leon macht es am wenigsten aus. Um die Kohle reinzuholen, platziert er einfach eine Gewinnspielwerbung mehr in seinem nächsten Video. Ich verstehe gar nichts mehr. Wir wissen ja hier nie, ne? Man denkt immer und glaubt immer und hinterher kommt alles anders. Komisch, es sind Psychospiele hier. Das Schönste, was natürlich jetzt bei der finalen Runde der Schande passieren könnte, wäre, dass ich mal gelobt werde. Ich brech zusammen. Seid ihr nervös? Wer von euch hat hier die weiteste Reise gemacht? Christine. Die stärkste Entwicklung? Also ich denke, Christine. Ja. Am Anfang wurde sie halt nicht so gemocht, ne? Und heute hat sie es geschafft, dass sie keiner will, ne? Dankeschön. Das hat mir wirklich irgendwie, sage ich mal, halbwegs auch den Arsch gerettet. Du bist hier als Krawallbambi eingezogen und seit deiner Runde der Schande fast wie ausgewechselt. Auch wenn Dani von den aufmunternden Worten an Erik, Leon und Christine wirklich nicht so begeistert ist. Also nicht, weil sie jetzt bei den dreien überhaupt gar keine Entwicklung gesehen hat, sondern weil sie einfach durch diese Runde der Schande wertvolle Sendezeit verloren hat. Auch Leon und Erik stimmen für Christine. Ja gut, für wen auch sonst. Die beiden haben sich aber auch echt weniger für ihre Busen interessiert als Christian Lindner für Lastenfahrräder. Was nimmst du mit nach Hause vom Promi-Büßen? Ich glaube, ich muss mal einiges überdenken da. Erik, wie zufrieden bist du mit deiner Performance? Ich fand schon, dass ich eine geniale Leistung gezeigt habe. Da habe ich auch wirklich mal den anderen Erik Sindermann gezeigt, also nicht nur denjenigen, der jetzt nur entertaint. In Zukunft gerne weniger Dr. Sinsen und mehr Erik Sindermann. Eure Vergangenheit ist oft eine Erklärung für das, was passiert ist, aber es darf keine Entschuldigung sein. Es ist euer bisher größter Sieg, und zwar der über euch selbst. Da würde doch kein Kampf gewonnen. Gerade Erik macht doch genau weiter wie bisher. Ja, also offenbar wirklich eine richtig gute Leistung, wie die drei an sich gearbeitet haben. Also bei Christine stimmt es wirklich, aber... Also Olivia meint es bestimmt nur gut, aber er muss doch klar sein, dass sich hierbei, das hoffen wir mal, einigen, vor allem natürlich bei Erik, wirklich nichts verändert hat. So wie Erik sich halt selber abfeiert, wie Matthias Mann-Schapane, wenn er einen Satz von Desi Renick geübt hat. Sie sind wie die Titanic gegen den Eisblock gerammt. Steff und... Dani, begebt euch nun in die Runde der Schande. Man weiß ja doch, dass man drinnen doch noch ein bisschen Dummzeug gelabert hat. Steff, du bist ja eingezogen als unser Elefant im Porzellanladen. Aber inzwischen weißt du zumindest schon mal, wie man das Porzellan abräumt und spült. Ja, das Putzen, das bringt keinen Spaß. Aber ich habe auch gesehen, wie anstrengend es ist und wie schwer das ist. Und Peggy hat ja immer Rückenschmerzen, zum Beispiel beim Fegen und beim Saugen, und das habe ich mir selber geschworen, das werde ich auf jeden Fall abnehmen. Dann habe ich meine Runde der Schande gesehen, das war schon sehr hart. Einfach auch, wie ich mich öffentlich gedemütigt habe vor Leuten. Ich fand es cool und witzig, und das ist alles andere als cool und witzig. Respekt. Ja, Peggy hat jetzt schon immer Schmerzen, wenn sie sich bückt. Oder wie Patrick es ausdrücken würde, verdammt, als Drittleiter eignet sie sich jetzt leider nicht mehr. Steff zeigt wirklich Einsicht und scheint auch irgendwie sein Verhalten zumindest mal zu hinterfragen. Ich will das aber auch nicht zu hoch hängen, weil ey, wer mit Mitte 50 erst merkt, dass es nicht cool oder nicht witzig ist, seine Frau irgendwie öffentlich runterzumachen, der hat in Sachen respektvolles Verhalten so viel nachzuholen, dass es, ja keine Ahnung, noch mal mindestens 50 Jahre dauert, bis man ihn wieder auf die Frauenwelt loslassen darf. Der Weg ist natürlich schon richtig, aber... Wir haben hier immer noch viel alte Dani gesehen. Aber schon vor deiner Runde der Schande gab es erste positive Tendenzen. Geh lächelnd durchs Leben. Wir haben da leider noch etwas. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr hier eingezogen seid? Das tut gar nicht weh. Das tut wirklich nicht weh. Nee, wenn man sich entschuldigt, tut das auch nicht weh. Das tut wirklich nicht weh. Arroganter Vogel. Okay. Ja, hier ist ein Wunder passiert, würde ich sagen. Goodbye, Feindschaft. Wehe, wir sehen uns hier in diesem Format nochmal wieder. Oh nee. Mehr Lächeln im Leben und viele Dinge ignorieren, ja. Ich glaube, jeder da draußen wird sich gedacht haben,
Steffi Erkel und Dani Büchner schlagen sich die Köpfe ein. Aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Das stimmt natürlich. Der Streit, der würde tatsächlich sehr, sehr schnell beigelegt. Am Anfang krass gestartet und dann doch schnell wieder abgeflacht. Erschreckenderweise exakt mein Stimmungsverlauf bei Monopoly. Der große Gewinn ist überhaupt nicht, dass Steff oder Dani hier die 43.000 Euro gewinnen können, sondern dass sie hier ihr Kriegsbeil einfach mal begraben haben. Allerdings war das ja von Steff eher so ein bisschen aus der Not heraus. Wenn Peggy nicht mehr zu ihm nach Hause kommen möchte, um sauber zu machen, hofft er natürlich darauf, dass er einfach schön der Dani den Putzlappen in die Hand drücken kann. Das große Finale steht an, doch nicht alle von euch werden dabei sein. Punkt vor Strich, wie war es nochmal? Punkt vor Strich Rechnung? Ich hatte Mathe 5. Nee, ich mach mich jetzt nicht mit euch verrückt. Diskutiert alleine. Hä? Wer diskutiert denn? Ist nur eine Frage. Ich diskutiert alleine. Ich möchte mich jetzt mit nicht verrückt machen, was da dran kommt. Ist nur eine Frage, mein Gott. Jetzt ist gut. Jetzt kämpft jeder für sich. Die sind richtig verbissen, die beiden. Ich glaube, sollte ich es ins Finale schaffen, darf man das sagen? Pinke ich mir eine Hose vor Freude. Wählt einen von euch, der eine wichtige Entscheidung für euch treffen soll. Wem vertraut ihr am meisten? Also kurz vorm Finale werden hier einfach nochmal ein paar Kandidaten rausgeschmissen. Also das ist schon echt krass, da bist du so weit gekommen, um kurz vor dem Ziel wirklich alles zu verlieren. Jede DSDS-Zweitplatzierte weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Gut, wobei eigentlich auch jede Gewinner, weil sie danach in der Regel so erfolgreich sind wie die Hemdenkollektion von Erik Sindermann. Scheiße, man ist natürlich hier jetzt noch mit den letzten Konkurrenten, die auf einmal irgendwie über dein Glück vielleicht entscheiden. Ich würde Dani vertrauen. Okay, Dani. Dani. Okay, wir haben uns für Dani entschieden. Begib dich vor das Camp. Benenne einen Promi, der ins Finale einziehen darf. Dich selbst darfst du nicht wählen. Hätte ich eh nicht. Oh. Keine Mimik, keine Gestik. Man konnte ihr aus dem Gesicht nichts erlesen, wirklich nichts. Boah, jetzt kriegt mir echt die Schweißdrüsen. Benenne einen Promi, der ins Finale einziehen darf. Christine genommen. Sie hat es verdient, weil ihre Wandlung ja echt super ist. Keine Mimik, keine Gestik. Klingt wie die durchschnittliche Antwort der Was-sind-deine-Ziele-Frage auf dem RTL-Castingbogen für Reality-Teilnehmer. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert, wenn Dani Büchner die vertrauenswürdigste Person in einer Gruppe ist. Man macht jetzt irgendwie Bauer Patrick auch nicht direkt zum Gleichstellungsbeauftragten. Wählt einen von euch, der eine wichtige Entscheidung für euch treffen soll. Ich bin raus. Leon, weil Erik ist nun mal ein Egoist. Dann machst du. Benenne einen Promi. Das ist echt eine schwierige Situation. Der ins Finale einziehen darf und einen weiteren Promi, der das Camp verlassen muss. Nein, Mann. Ich zerstöre hier von jemandem seinen Traum, ey. Ich kann mich nicht entscheiden, Mann. Jeder hat auf eine Art und Weise Glanzleistung geleistet hier. Ich bin der Arschloch der Nation, Mann. Ich kann das nicht machen, Mann. Ey, das ist schon echt eine fiese Nummer. Darüber entscheiden, ob jemand halt wirklich mit bester oder tatsächlich mit miesester Laune aus der Nummer rausgeht. Das Gefühl hat man sonst immer nur beim Blick in die App der Deutschen Bahn. Ich bereue, dass ich rausgegangen bin, Mann. Beschissenste Entscheidung in meinem Leben. Nenne einen Promi, der ins Finale einziehen darf. Und einen weiteren Promi, der das Camp verlassen muss. Boah, du Scheiße. Die Person, die ich jetzt erwähne, ist im Finale. Steff. Ja, Mann! Sind die Tränen gekommen? Dafür werden sie mich zu Hause fertig machen, wie ich bei sowas weinen kann. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Warum soll man nicht Gefühle zeigen? Ich schäme mich doch nicht mehr für. Ich finde das immer so ein bisschen befremdlich, um ehrlich zu sein. Also ja, ist wahrscheinlich aber auch so eine Generationenfrage, wenn einem was nahe geht. Ja, ey, warum nicht? Ja, vielleicht hat der Steff sich wirklich hier ein bisschen verändert und sein Bild, was Männlichkeit bedeutet, überdacht. Ich habe aber schon so ein bisschen die Befürchtung, also ne, wenn er hier gerade sagt, dass er weiß, dass sein Umfeld ihn dafür aufziehen wird, wenn jetzt hier so ein paar Tränen fließen, dass er wirklich schneller in alte Muster verfällt als Jürgen Milski nach seiner Promi-BB-Teilnahme. Erik, es tut mir leid, Mann. Alles gut, ganz kurz, alles gut, alles geht. Ich muss ganz kurz meine, lass mich ganz kurz in Ruhe. Wirklich. So viele Spiele gewonnen hier. Ich flieg jetzt raus. Es gab seit 3 Spielen, gab's keine Spiele, wo man sich helfen konnte. Die ganze Zeit von anderen Leuten abhängig. Das Scheiße, es kotzt mich an. Ich fühle mich wie ein Loser jetzt schon wieder. Ich wollte einmal das TV-Show gewinnen. Keiner wird sagen, oh, Erik Sindermann war 5. bei Promi-Büßen. Das interessiert keinen.
Ich musste gucken, wer hat die größere Veränderung vollbracht. Der ist halt die ganze Zeit in seiner Rolle geblieben. Ich hätte mir das nie wieder verzeihen können. Geht nicht, weil ich jemanden seinen Traum zerstört habe. Drecksumschlag, Alter. Kann es eigentlich sein, dass ProSieben hier so lange hat nominieren lassen, bis Erik Sindermann endlich mal rausfliegt? Das finde ich so gut. Neuer kleiner Trost für Erik. Es interessiert in zwei Tagen auch keinen mehr, wer das Promi-Büßen gewonnen hat. Ach, Halleluja, da hat er Leon wirklich noch den letzten Rest Verstand hier aus der ganzen Nummer rausgequetscht. Ich finde, es ist echt ein Wunder, mal von irgendwelchen Absprachen da abgesehen, dass sie ihn so lange hier durchgewunken haben. Aber immerhin kann er jetzt noch so einen melodramatischen Abgang inszenieren, dass selbst Berlin Tag und Nacht daneben wie so ein Burgtheater aussieht. Dani. Leon. Holt den letzten Umschlag. Ich glaube, jetzt müssen wir entscheiden. Entscheidet jetzt. Wer von euch beiden das Camp verlassen muss und wer ins Finale geht. Könnt ihr euch nicht entscheiden, zieht keiner von euch ins Finale ein. Schon zum Kotzen irgendwie. Genieße ich natürlich auch, ist ja klar. Was ist das hier für eine krasse Show? Und du hast es verdient. Dani, ich sag dir, Doch. Jeder von uns hätte es verdient. Ja, komm. Ich bin nicht so. Ich könnte mich selber nie wählen. Nimm dich. Brutal, Dani. Brutal. Krass, Alter. Kein anderer von uns hätte sich so entschieden. Deswegen Hut ab an Dani. Wirklich Respekt dafür, dass Dani den Leon freiwillig vorlässt und damit ja, aus der Sendung ausscheidet. Ganz ehrlich, das kam jetzt irgendwie doch überraschend. Ist ein bisschen so, wie wenn man sich traut, als erstes von einer Party sich zu verabschieden und danach doch viele mitziehen. Man opfert sich selbst fürs Team. Das hat heute, glaube ich, nochmal bewiesen, dass sie sich wirklich verändert hat. Und ich hoffe es einfach, dass die Hater da draußen jetzt wirklich einfach mal still sind, mir inklusive. Ich bin ihr unendlich dankbar, was sie heute gemacht hat, diese Selbstlosigkeit. Klar hätte es mir auch viel bedeutet, aber ich bin trotzdem stolz. So, alles, was kostenlos ist, nehme ich jetzt auch mit. Oh mein Gott. Alter Erik. Demut nehme ich mit, dass nicht alles selbstverständlich ist. Denn Erik Sindermann gibt sich nicht auf. Denn Erik Sindermann heult jetzt mal zwei Tage, liegt ein bisschen im Bett und trauert. Aber am dritten Tag geht es schon wieder nach vorne. Ja, Erik konnte wirklich so viel lernen über sich selbst und ist gewachsen hier im Camp. Vor allem hat er auch wirklich richtig viel Inspiration für sein neues Klamottendesign bekommen. Vielleicht habt ihr ja auch die neuen Bilder seiner Kollektion schon gesehen. War also der freiwillige Latrinendienst nicht völlig für die Katz. So vollbepackt, wie Erik hier rausgeht, so gehe ich sonst immer mit Werbegeschenken und Kugelschreibern aus irgendwelchen Messehallen raus. So, jetzt einmal noch pissen und die Aussicht dabei genießen. Dass sich das so wandeln kann, von der unbeliebtesten zu halbwegs beliebtesten, die auch noch ins Finale gewählt wurde. Was ist das denn hier, Alter? Ihr müsst heute eine Skischanze erklimmen. Der Startschuss fällt in genau einer Stunde. Sieger ist, wer die Glocke zuerst läutet. Um einen Showdown am Ende zu vermeiden, können die Promis sich in der nächsten Stunde Zeit erspielen, um vorher einen Aufstieg zu wagen. Willst du die Nadel im Heuhaufen suchen oder was? Mhm. Was ist das für eine kranke Scheiße? Du hast lange nicht mehr richtig gekämpft. Kämpf hier noch einmal um deine Ehre. Jede gefundene Nadel gibt 10 Sekunden für den Aufstieg. Denn Christine läuft, muss ich auch laufen. Das heißt, die müssen hier, um diesen Vorteil für das Spiel zu bekommen, die Nadel im Heuhaufen suchen. Oder, wie man sie ja bei Radiosendern auch nennt, einen zumindest mal halbwegs passablen Song von Team 5 finden. Die Nadel im Heuhaufen suchen. Bisschen schade, darin wäre Yvonne natürlich wirklich hier spitze gewesen, so wie sie zielsicher nach neuen öffentlichen Lästergrundlagen sucht. Vor allem mit dem Wasser, dieses Abspritzen, das hat so gerutscht in den Füßen. Da denkst du, du kannst einen Zimmerservice rufen oder was? Immer wieder von Neuem auf so eine steile Wand zu rennen. Gut, dass Bauer Patrick nicht da war. Das wäre Antonias Rücken wirklich sehr schlecht bekommen. Sah erst jetzt nicht so gut für Stephans Arbeit. Hier allein der Gedanke, wie viele Monate er für 43.000 Euro eine Haushaltshilfe beschäftigen kann. Der setzt unmenschliche Kräfte in ihm frei. Das wird was. Jetzt kommt es zum finalen Showdown am Erzberg. Ich hab das gesehen, natürlich, dass Steff teilweise erstmal hinter mir war. Hinterher hat er aufgeholt, ich dann nochmal wieder. Dann waren wir in der gleichen Höhe. Das ist schon echt, echt, echt schwierig. Da war dann die Glocke sichtbar. 10 Zentimeter vor der Glocke bin ich fast abgerutscht.
Ich dachte, ich brech runter. Ich hab's geschafft. Ich hab's echt geschafft. Der Opa hat gewonnen! Glückwunsch. Steff ist offiziell der Gewinner vom großen Promi-Büßen. So, da bimmelt er die Glocke, unser neuer Vollblut-Feminist. Da freut er sich, der Steff. Solche Gefühlsausbrüche kriegt er eigentlich sonst nur, wenn Peggy beim Putzen irgendwo eine Stelle übersehen hat. Leute, wisst ihr, was das heißt? Nicht nur, dass wir uns heute Abend zum Forsthaus Rappenhaus sehen, sondern in wenigen Wochen startet endlich das Dschungelcamp. Deswegen unbedingt meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das nicht. Alle ganzen Folgen gibt es auf Join. Link ist natürlich in der Beschreibung. Was sagt ihr zur Staffel? Waren mega gute Folgen dabei. Also ein paar sind auch relativ einfach davon gekommen. Freue mich sehr auf euer Staffelfazit in den Kommentaren. Und Leute, ihr müsst unbedingt in das Forsthaus Rampensau gucken. Ich würde fast sagen, ist die beste neue Reality-TV-Sendung seit langem. Dani Büchners Töchter zerfleischen sich hier. Und für alle, die es nicht gesehen haben, Eriks Runde der Schande war wirklich so unfassbar unangenehm. Dann bis heute Abend und bis dahin hier.